In Perchtoldsdorf weihnachtete ein Wochenende lang die Burg. Hat sich dort doch ein Weihnachtsmarkt aufgestellt? Und wie könnte es anders sein? Geht es zu Weihnachten auch hier um einen guten Zweck? Also den gibt es hier schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Genau weiß ich es gar nicht auswendig, aber es ist schon wirklich eine tolle Tradition und war schon in der Burg noch vor dem Umbau immer ein ganz, ganz großes und wichtiges Ereignis, weil es natürlich auch ausstrahlt. Es gibt mittlerweile zu dem gleichen Termin in Berchtesgadensdorf mehrere Märkte und das ist natürlich der hier unserer ÖVP-Frauen, der quasi den Beginn dargestellt hat und der größte ist, was die Anzahl betrifft und viele kleinere mitnimmt. Den Markt gibt es also seit Jahrzehnten. Und die Tradition dieses Marktes ist ein Bastlermarkt. Ja, wir sind also keine ein professioneller und Gewerbetreibende. Einige wenige aus Berchtoldsdorf sind dabei, aber im Grunde genommen ist es ein Bastlermarkt. Das heißt, unsere Aussteller basteln das ganze Jahr an ihren ganzen Kleinigkeiten und verkaufen es, also finde ich, zu sehr günstigen Preisen. Und der Markt ist halt in den letzten 20, 25 Jahren sehr gewachsen und heuer haben wir also über 100 Aussteller. Der Weihnachtsmarkt ist sicherlich mit sehr viel Liebe gestaltet von wir Niederösterreicherinnen, den ÖVP-Frauen. Und dann ist es natürlich auch das Ambiente der Berchtoldsdorfer Burg. Das ist was ganz Besonderes und es zeigt sich auch immer wieder, dass die Adventmärkte immer wieder in ganz besonderen Umgebungen stattfinden. Ja, und das macht sie so attraktiv. Wir haben ja unglaublich viele in Niederösterreich, auf Burgruinen bis hin zu Schlossgarten und. Also überall spielt sie sich ab und es ist sehr stark die Liebe der Ausstellerinnen und Aussteller, der Organisatorinnen und Organisatoren und das gesamte Ambiente. Es ist aber nicht nur ein Weihnachtsmarkt, es geht auch immer um einen guten Zweck. Natürlich, unser Markt hat immer karitativen Hintergedanken. Wir spenden jedes Jahr den Erlös von Tombola und Buffet, weil uns das ganz wichtig ist, dass uns geht so gut und wir wollen einfach auch etwas weitergeben an die Menschen, denen es nicht so gut geht. Heuer spenden wir an das ÖHTB, das ist das österreichische Hilfswerk für taube, blinde und hochgradig hör- und sehgeschädigte Menschen. Und Hintergrund ist folgender, wir haben immer wieder Transparente, wo wir unseren Markt bewerben. Und die Klientinnen und Klienten vom ÖHTB nähen aus diesen Transparenten wunderbare Taschen, die man erwerben kann. Und unser Erlös vom Buffet und Tombola wird auch heuer für ÖHTB gespendet. Unsere Organisation ist ein internationales Frauennetzwerk, ein Serviceclub. Wir engagieren uns für Frauen. Wir stehen für die Frauenrechte. Wir stehen natürlich jetzt im Zeichen dieser Orange the World Campaign, das Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Und wir unterstützen Frauen. Women's Empowerment ist sozusagen unser internationales Motto, zu Frauen zu stehen, zu Mädchen zu stehen. Wir machen Projektarbeit, wo wir uns engagieren, um Mädchen zu unterstützen, deren Selbstbewusstsein zu unterstützen. Das ist das Zeichen des Optimismus, für Frauen da zu sein. Und wie sind Sie jetzt da auf dem Weihnachtsmarkt vertreten? Wir sind hier durch meine Clubschwestern vertreten und wir geben ein Zeichen, indem wir hier uns präsent machen, indem wir uns zeigen, indem wir über unsere Clubprojekte sprechen. Das ist uns ein Anliegen. Walking in the wind on the land. Walking